Es gibt da so eine Waffe, die mir einige von euch empfohlen haben. Genauer gesagt geht es um die XM4, die ja damals schon zu Verdans Zeit eine der stärksten Close-Range-Waffen war. Und es gibt in Warzone 3 eine Waffe, die sich fast genauso anfühlt wie die XM4 damals. Und das Ganze sogar mit dem XM4 Rotpunktvisier. Besser gesagt geht es um die MCW mit dem Jack Rabe-Umbau-Kit, welche ja aktuell nicht nur ein gutes Movement hat, sondern von der Time to Kill auch besser als die Superior und besser als die Effort Exodus ist. Bevor wir jetzt ins Gameplay gehen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt über Warzone und die neuesten Updates, lasst natürlich gerne ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Jetzt starten wir rein. Welche Waffen sind aktuell die Meta? Auf Long Range eigentlich die SVA, Olga 26, K98. Das sind so die drei Waffen, die eigentlich auch jeder Pro irgendwie gefühlt aktuell spielt. Auf Close Range eigentlich die Superi. Aber dadurch, dass wir jetzt gestern durch das Umbau-Kit die F-Jot Exodus halt auch noch gut spielen können, noch besser spielen können mit dem Umbau-Kit erstens und mit dem 60-Schuss-Magazin auch für die Standard-Variante. Auf jeden Fall Horus und Superi. Oh, es ist unkorrekt. Wait. Wait, da hat doch noch jemand geschossen, oder? Aber durch die Wand irgendwie. Was passiert hier? Nur ein bisschen Angst, weil hier wieder ordentlich rumgekämpft wird. Lass doch los. Ist da überhaupt jemand drin? Reicht langsam. Kann wirklich nicht so rumnerven wie dieses Spieler, die jedes Mal in den Sniper Tower gehen. Ist das bodenlos wieder? Wait, hat er diese Camo schon frei? Nee. Ich dachte gerade schon. Ich dachte, er hat die Camo, die ich gesucht habe. Wait, wie können die ersten beiden Shots nicht getroffen haben? Das ist kriminell. Wird auch die TikTok-Öle am Start und einer campt natürlich, wo auch sonst, ganz oben im nächsten Sniper-Tower. Die Frage ist, ist er ganz oben? Also auch die Kombination K plus diese XM4 MCW mit dem Visier ist schon nice. Das gerne annehmen, danke. Der wird halt wieder da hochgehen, Safe Call. Hab's gewusst. Der Aimbot hat losgelassen. Ich sag's, es ist. Na, bodenlos. Bodenlose Clustermine da. Lag da Spezi-Bonus? Oh ja, oh ja, oh ja. Jetzt kann's losgehen. Nein.
So. Wo ist dieser Dotent hier, ne? Es wird hier auf jeden Fall wieder runtergelasert, das sehe ich. Und ich deswegen auch Probleme bekommen, weil ich halt dann quasi kurz die Maus als ausgebildetes Ding habe und dann mich disconnect und nichts mit meinem Controller machen kann. Deswegen bin ich auch gerade gestorben. Wird wieder kräftig gesniped. Wo hat er gesniped? Ist hier unten noch jemand eigentlich? Das ist so ein kleines Problem. Ich weiß auch nicht, woran das liegt actually genau, aber... Oh, wir haben sogar Zaun. Ich weiß sogar grob, wo die Leute sein müssten. Das Einzige, was mich halt jetzt stoppen kann, ist eine Helmbombe. Jungs machen hier die Giga-Plays anscheinend. Wirklich strong. Wait, der ist da knocked gegangen, ne? So, das ist das Klassen-Setup mit dem Hermes Mod Schalldämpfer. Hat den Grund dadurch, dass man das Ganze als Sniper-Support spielt, dass hier die Bullet Velocity nochmal verbessert. Dazu den F-Tech MSC 98 Handstopper für Rückschusskontrolle und Bewegungstempo gleichzeitig. Dann das 40-Schuss-Magazin sollte man auf jeden Fall spielen. Und natürlich das Jack Grabe Umbaukit, welches erst dafür sorgt, dass die Waffe vom Sturmgewehr zu einer absoluten Close-Range-Maschine wird. Und dann beim Visier das Quarters Classics Reflexvisier. Das ist das Visier, welches dafür sorgt, dass man dieses klassische Rotpunktvisier hat, welches es auch 1:1 damals bei der XM4 gab. Und auch vom Waffenfeeling, wenn man das mit damals vergleicht, ist es ein Sturmgewehr, welches man auf Close Range unfassbar gut spielen kann, quasi als Sniper Support, als Close Range Waffe. Und dazu kommt halt auch eben, dass die Waffe aktuell immer noch eine deutlich bessere Time to Kill als die Sipari und die Horus auf Close Range hat. Und das macht die Waffe speziell, ja, auf Close Range sehr effektiv.